Dann erstmal herzlich willkommen beim Workshop Einstieg in Design mit freier Software. Ist ein Workflow möglich? Wie immer, es kommt drauf an. Es ist mittlerweile ein sehr guter Workflow möglich. Ich möchte mit euch heute mal eine einfache Projektgeschichte durchexerzieren. Also wir beginnen wirklich mit einem Entwurf. Wir gestalten daraus, so ist der Plan jedenfalls, eine Illustration. Wir werden das Ganze dann in der Bildbearbeitung noch ein bisschen optimieren. Und wir werden das zum Schluss in eine Druckvorlagedatei überführen und die Druckvorlagedatei dann als druckbares PDF exportieren. Es existieren halt eine ganze Reihe an Fallstricken, an Stolperstellen, die wir aber, wenn ihr das aus der Praxis kennt, schon wisst oder wie ihr das denn sehen werdet, die in aller Regel eher weniger mit der Software und oft auch nicht mit der Hardware zu tun haben, sondern in der Praxis ist so meine Erfahrung, die meisten Stolperstellen, die meisten Bremsen, die auftauchen in der Arbeit im Design mit freier Software unterscheiden sich nicht allzu sehr von der Arbeit mit proprietärer Software. Es geht oft um Management, Strukturprobleme. Wenn ich mich darauf einlasse, mit welchen Programmen ich arbeite, wenn ich deren Stärken und auch deren Schwächen weiß und vor allem, wenn ich mich an allgemeine Standards und an allgemein verbindliche Vorgehensweisen halte, dann ist es heutzutage wirklich möglich, sich einen ganz passablen Workflow auch für die Arbeit im Grafikdesign-Bereich möglicherweise aufzusetzen mit freier Software. Beginnt natürlich mit dem Betriebssystem und der Ausstattung mit den üblichen Verdächtigen aus der Open-Source-Welt. Während des Workshops werden wir arbeiten mit den Programmen Inkscape für die Illustration, GIMP für die Bildbearbeitung und Scribus für den Dokumentensatz. Damit wir uns relativ einfach auch, wer das mitmachen möchte, einen kleinen Entwurf simulieren können, habe ich mir vorgenommen, wir machen das Ganze auch mal mit Hilfe einer einfachen Zeichnung auf Papier, halten das vor die Webcam, wer seine noch nicht zugeklebt hat, und machen einfach einen Screenshot. Also mit VLC, ich mache es mit VLC, wer ein anderes Programm hat, macht das halt mit einem anderen Programm. Und dann versuchen wir mal, wie wir das Ganze erstmal optimieren können, als Vektorgrafik exportieren und dann das Ganze zusammenbringen im Satzprogramm mit Bild und Text. Also die Stolperstellen innerhalb des Workflows bestehen vor allem in der Übergabe der einzelnen Daten, in der Versionsvielfalt der unterschiedlichen Grafikformate, die existieren, etc. Also 2 Stunden haben wir Zeit, sollten wir halt relativ schaffen. Ich setze mich mal wieder während des Workshops. Ich habe irgendwann vor 3 Jahren angefangen, aus sportlichem Ehrgeiz einfach mal zu probieren, wie ist es denn, wenn ich wirklich ohne proprietäre Software oder mit weniger proprietärer Software arbeiten möchte, ist es denn überhaupt möglich? Geht es denn überhaupt? Und ich war sehr überrascht, dass ich relativ gut und mit überschaubarem Einarbeitungsaufwand auch zu Potte komme. Also dass ich letzten Endes ein Ergebnis auch abliefern konnte, was die Druckerei dann auch ohne grundlegende Probleme dann auch nahtlos übernehmen könnte, was dann auch funktioniert hat. Wichtig dabei ist halt Verlässlichkeit. Wie stelle ich Verlässlichkeit her? Also ich muss am Anfang, das ist ja bei jedem Projekt, ich will das auch nicht zu sehr ausweiten, aber am Anfang muss ich wirklich, um mich selber zu schützen, um auch Fehler zu vermeiden, muss ich wirklich für Definitionen sorgen. Also ich muss auch während des Findungsprozesses am Anfang schon zum Beispiel klären, wer ist für was befugt, welche Ziele bestehen denn überhaupt, wie soll es denn werden, was stellen wir uns denn eigentlich vor, was existiert schon an Standards, was existiert schon an Vorgaben und so viel wie möglich Informationen zusammensammeln. Verlässlichkeit kann ich auch innerhalb meines Workflows herstellen, also gerade im Grafikbereich ist zum Beispiel Farbmanagement eine sehr wichtige Sache. Also wie sieht es aus mit Farbprofilen? Sind Farbprofile im Workflow schon vorhanden? Brauche ich welche, die ich beachten muss? Zum Beispiel sind in den Bildern, die ich geliefert bekomme, von dem Fotografen Farbprofile eingebettet? In der Regel sollten sie das sein heutzutage. Gibt es Druckerfarbprofile? Gibt es Scannerfarbprofile? Habe ich selber ein Monitorfarbprofil zum Beispiel? Wo kann ich das Ganze ablegen? Damit bin ich schon verhältnismäßig gut ausgerüstet oder habe erstmal eine verlässliche Basis, was die Verlässlichkeit der Farben und der Farbdefinition betrifft. Also das ist wirklich einer der größten Stolperstellen, die entstehen können, dass ich fleißig entwerfe an meinem Bildschirm, sieht es schön aus und wenn es dann aus der Druckerei kommt, dann setze ich mich erstmal hin, weil ich sehe, die Farben sind vollkommen etwas anderes, als ich entworfen habe. Also ich hatte selber den Fall, allerdings nicht mit Open Source, damals noch mit proprietärem Programm. Ohne Farbmanagement, da war es halt kein schickes Weinrot auf dem Entwurf, sondern da kam dann astreines Kackbraun aus der Druckerei zurück und ich konnte die ganze Auflage dann letzten Endes einstampfen. Das nur mal kurz als Vorbetrachtung, bevor wir loslegen mit den Programmen selbst. Also wer das noch nicht kennt, wo lege ich sowas überhaupt ab oder womit habe ich es da überhaupt zu tun? Also ich zeige mal schnell den Platz.
Wenn ich Farbmanagement betreiben möchte, dann brauche ich Farbprofile zum Beispiel für die Bildschirmdarstellung oder beziehungsweise für die Arbeit im Bildschirmfarbraum. Rot, Grün und Blaufarben sind daran beteiligt. Und dann letzten Endes für die Ausgabe und für die Überführung in Druckfarbprofile. Eine Anlaufstelle, die es für mich gibt, das ist die Initiative ECI, also European Color Initiative, steht ja auch da drüben. Unter eci.org finde ich Downloadmöglichkeit für in unseren Bereichen gebräuchliche Farbprofile. Hier gibt es an der Seite einen Punkt Downloads, dort klicke ich drauf. Ich mache das Ganze mal wieder kleiner, damit es nicht so vor meinen Augen rumzappelt. Und er lädt noch, jetzt. So, da sind sie. So, und hier finde ich zum Beispiel eine Sammlung von Farbprofilen für den Druck. Eine Sammlung ist diese ECI Offset 2009. Das ist die, die ist in unseren Breiten auch sehr gebräuchlich. Also viele Druckereien arbeiten damit. Und dieses Paket kann ich mir herunterladen. ECI Offset 2009.zip enthält die Farbprofile. Die haben alle die Dateiendung ICC, die Farbprofile muss ich auf meinem Rechner dann installieren. Das ist eine Anlaufstelle für die Druckfarbprofile. In unseren Breiten sind die ganz passabel. Eine zweite Anlaufstelle für die Bildschirmdarstellung, die bieten ja auch welche für die Bildschirmdarstellung an. Sehr gebräuchlich für RGB, also rot, grün, blau definierte Farbtöne, ist in unseren Breiten das Adobe 1998 Paket. Ich finde es unter adobe.com. Support Downloads ICC Profiles, das sieht schon gut aus. Genau, da will ich hin. So, und hier finde ich Bildschirmfarbprofile. Die bietet auch Adobe kostenfrei zum Download an, kann ich mir also kostenlos herunterladen und auf meinem System installieren. 2 Stunden sind etwas kurz, aber trotzdem wichtige Grundlage. Farbprofile. Also ich habe es in der richtigen Welt immer mit Farben zu tun, die ich sehe, die ich wiedererkenne und die ich möglicherweise zuordnen und erwarten kann. Das ist gerade bei Firmenpräsenzen sehr wichtig. Die haben sich auf eine bestimmte Farbkombination, auf einen Farbklang in ihrem Corporate Design geeinigt und haben das fest definiert. Jetzt habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, Farbtöne zur Anzeige zu bringen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass ich auf einem Trägermedium, wie zum Beispiel dem Papier, Farben aufbringe und die Farben bestehen dann aus unterschiedlichen Pigmenten, die dann aus dem Licht, was das Papier ursprünglich reflektiert, bestimmte Anteile herausfiltern. Das ist die sogenannte subtraktive Farbmischung. Im Druck werden 4 verschiedene Farbanteile verwendet, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, um ein breites Spektrum von Farbtönen herzustellen. Am Bildschirm habe ich keine subtraktive Farbmischung, da habe ich kein Grundträgermedium, sondern dort habe ich aktive leuchtende Elemente, nämlich die Pixel, und die bauen aus Rot, Grün und Blau die Farbtöne in breitem Spektrum zusammen, die mir für mich erstmal ausreichend auch wieder eine große Palette zur Verfügung stellen. Technisch bedingt ist es nicht möglich, die Farben, die an dem additiven Medium entstehen, also auf dem Bildschirm gemischt werden aus Rot, Grün und Blau, mit dem subtraktiven Medium Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zur Deckung zu bringen. Oder andersrum gesagt, es bestehen Differenzen zwischen den Farbnuancen am Monitor und im Druck. Wenn ich versuche, am Monitor darstellbare Farben, die im Druck nicht darstellbar sind, einfach so zu übernehmen oder beziehungsweise so abzubilden, dann kann es zu Farbverfremdungen oder möglicherweise zu nicht druckbaren Bereichen kommen. Da werden dann also die Farben einfach an der Stelle abgeschnitten und mit dem zuletzt möglichen Farbton dargestellt. Dann habe ich also zum Beispiel monochromatische Inseln. Dann sehe ich, wo es in einen Bereich abrutscht, der nicht darstellbar ist. Da sehe ich dann wirklich einfarbig zugeklatschte Facetten. Das sind dann meistens irgendwelche dunklen Farbtöne oder möglicherweise irgendwelche orange- und maigrünen Farbtöne, die im Druck nicht mehr darstellbar sind. So, jetzt habe ich halt das Problem, wie kann ich so vorsichtig wie möglich die Farben aus dem einen Farbbereich, also aus der einen Art Farben zu mischen, in resultierende Farben in einem anderen Bereich überführen, sodass die wirklich relativ nah beieinander sind. Ja? Das klingt ja jetzt aber eigentlich ziemlich einfach. Also ja. Wenn ich mich recht entsinne, war es ja aber doch so, dass ich eigentlich Farbprofile für meinen ganz persönlichen Monitor brauche. Da komme ich gleich dazu. RGB-Kombination habe ich auf dem einen Monitor anders aus als auf dem nächsten. Die Monitorhersteller, die werden natürlich mit ihrem Monitor das veranstalten, was maximal möglich ist. Die Farben, die dann am Monitor gezeigt werden, sind dann aber wahrscheinlich gar nicht mehr die Farbtöne, die eigentlich gemeint sind in der Darstellung. Wenn ich ein Dokument in einem bestimmten Farbton angelegt habe, ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass mein Monitor
den Farbton, der gemeint ist, gar nicht anzeigt. Einfach, weil der Monitor anders in der Darstellung, in der Physik aufgebaut ist. Und deswegen hat man sich auf einen allgemeinen verbindlichen Standard geeinigt, also einen Idealfarbraum gewissermaßen. Und der ist für alle das Referenzobjekt. Das ist für alle der Bezug. Der hat sozusagen einen extrem großen Umfang und alle können sich darauf beziehen. Andersrum gesagt, wenn es zu Abweichungen in der Darstellung kommt, dann kann man gegenüber diesem Referenzfarbraum diese Abweichungen feststellen und kann diesen Delta, diesen Differenz abspeichern, also schriftlich hinterlegen. Und das ist dann so ein Farbprofil, was ich für meinen Monitor hinterlegen kann. Da führt es dann oft dazu, dass die Farben dann auf einmal dunkler werden, dass die möglicherweise nicht mehr so strahlend sind, wie ich das gewohnt bin. Aber wenn ich ein Druckerzeugnis dann dagegen halte, gegen die Monitordarstellung, dann sehe ich, dass die Farben wieder stimmiger beieinander sind, als wenn ich das nicht getan habe. Ja? Aber das heißt doch, dass ich, und so habe ich das auch immer verstanden, dass ich für meinen speziellen Monitor, weil ich habe ja das Problem, dass ich an meinem Monitor mir eine Farbe aussuche und sage, oh, die sieht schön aus, ja, ja, und möchte im Idealfall, dass sie halt auch so gedruckt wird. Genau. Und ich brauche dann ein Farbprofil, wenn ich das richtig verstehe, für meinen eigenen persönlichen Monitor eigentlich. Mhm. Das kann ich mir, also ich stelle mir das ungefähr so vor, wie das Steuern einer Rakete, die gerade hinter Mars vorbeifliegt oder so. Ich kann vorher meine Mathematik so gut wie möglich anpassen, dass wenn ich ein Steuersignal sende, dass das alle Gravitationsfelder, die da zwischendurch beteiligt sind, auch die Laufzeiten und alles mit berücksichtigt. Ich kann trotzdem nicht sicherstellen, dass die Rakete wirklich genauso fliegt, wie ich das vorhergesehen habe. Deswegen ist es in der Praxis keine schlechte Idee, dass ich mir, wenn ich ein Druckerzeugnis plane, dass ich mir dann Druckfarbenreferenzen besorge. Das sind dann sogenannte Farbtabellen zum Beispiel. Das sind dicke Ringordner, da sind Farben abgebildet drin. Und dort steht der Druckfarbton in einzelnen Farbanteilen, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, wirklich definiert fest drin. Wenn ich mich also im Entscheidungsprozess, im Findungsprozess befinde, wenn ich sage, welches Rot ist denn jetzt für unsere Firma angemessen oder welches Grün passt denn zu diesem Gelb, dann sollte ich mich nicht vor den Bildschirm setzen, wenn ich die Farben definiere, sondern dann sollte ich mich vor so eine Referenz setzen. Okay. Parallel dazu, als Alternative, allerdings immer mit dem Bewusstsein, es ist technisch eine sehr wackelige Geschichte, die bleibt es auch immer. Parallel dazu kann ich aber für etwas Sicherheit sorgen, indem ich für den gesamten Prozess der Farbbearbeitung, Monitor, Drucker, Scanner und wer noch beteiligt ist, jeweils individuelle Farbprofile einrichte. Es geht schon damit los, dass mein Bild erstmal überhaupt ein Profil mitbringt, in welchem Farbraum ist es denn angelegt worden möglicherweise, also welche Abweichungen sind beim Fotografieren schon bestanden. Dass mein Arbeitsdokument, mit dem ich die Illustration anlege, in einem Farbraum angelegt ist, der auch wirklich relativ großen Arbeitsspielraum beinhaltet. Und dass die Anzeige dann so gut wie möglich ist. Die Krönung ist es dann, wenn ich dann professionell arbeite, sollte ich das tun, dann sollte ich mir ein Kalibrierungswerkzeug besorgen und das setze ich vor meinen eigenen individuellen Monitor und zwar in Abständen, also in, keine Ahnung, 2 Monaten, 5 Monaten, je nachdem, wie ich die Erfahrung gemacht habe und kalibriere meinen eigenen Monitor, also stelle die Abweichungen des Monitors von dem Referenzfarbraum immer wieder neu fest. Dann hinterlege ich das Farbprofil meines Monitors, also der Darstellung meines Monitors, auf dem System. Und dann kann das System die Farben, die zur Ausgabe kommen, so verschieben, dass es an meinem Monitor wieder so nah wie möglich an dem ist, was eigentlich gemeint ist. Aber an dieser Kaskade kann ich mir schon vorstellen, also wenn ich versuche, mit einem Zollstock, wo mehrere Segmente beteiligt sind, irgendwie einen bestimmten Millimeter zu treffen oder so, das wird mir relativ schwer. Es wird also immer eine Näherung sein. Es wird immer ein bestimmter Bereich sein, den ich nicht wirklich festlegen kann. Also im professionellen Einsatz in den Agenturen wird wirklich kalibriert. Da sind natürlich auch Systeme installiert, die schon von Hause aus in der Lage sind, wirklich so farbtreu wie möglich darzustellen. Dann habe ich nicht so einen günstigen Monitor stehen, sondern dann kostet der eben 4- oder 5-stellig. So, und die sind dann eben auch schon so vorbereitet. Und dort kommt auch eine Servicefirma, die sich dann um die Farbverlässlichkeit wieder kümmert. Weil letzten Endes geht es um Verantwortlichkeiten. Also wer bezahlt es, wenn es in die Hose geht zum Beispiel? Oder wer stellt sicher, dass es eben nicht in die Hose geht? So, und der es sicherstellt, der muss dann für sowas sorgen. Ich in meinem semi-professionellen oder Kleinprofessor, ich bin Freiberufler in meinem Bereich oder im Privatbereich, kann schon erstmal ein bisschen vorbauen, indem ich mir erstmal der Problematik an sich bewusst bin
und indem ich losgehe, das für mich Mögliche erstmal aufzubauen. Also ich achte darauf, dass ich in einem definierten Farbraum arbeite. Ich achte darauf, dass ich möglicherweise die Farbcodes schon vorliegen habe, auf die ich es letzten Endes abgesehen habe. Dass ich also nicht in einem RGB-Farbraum den Farbkanon entwerfe, sondern am besten mit einem Palettenarchiv, so wo ich nachschauen kann, welche Farben sind wie gemischt oder welche Schmuckfarben, welche wirklich verlässlich vorgemischten Farben werden beim Drucken verwendet. Dass ich meinen Monitor kalibriere, wenn ich mir ein Monitor-Kalibrierungstool leisten möchte. Das geht los bei, ich glaube, 80 Euro sind die günstigsten und geht bis irgendwo hin. Also mit 150, 200 Euro bin ich sicherlich gut ausgestattet. Und auch so eine Palette, so eine Farbpalette, also das ist die, hat für mich letzten Endes, ist für mich der größte Sicherungsanker. Die hat mich einmal, ich glaube, 198 Euro oder sowas gekostet. Klingt erstmal viel, aber wenn man so eine Druckauflage dann zu bezahlen hat, die in die Hose gegangen ist, im Zweifelsfall rechnet sich das ganz schnell wieder gegen. So, Farbprofile sollte ich also einrichten für jedes Gerät, für jeden Mitspieler, der an diesem Workflow des Durchreichens in dem Entwurfsprozess beteiligt ist. Wo sind die Farbprofile, wenn ich sie denn heruntergeladen habe, also zum Beispiel die RGB-Farbprofile von Adobe und die CMYK-Farbprofile von ECI.org, wo kann ich die jetzt unterbringen? So, bei Linux lege ich sie standardmäßig ab unter System, wenn ich es für alle ablegen möchte. User, Share, wo bin ich jetzt? User, Share und Color. Und hier gibt es einen Ordner ICC. Dort liegen die vorinstallierten Farbprofile drin. Sie werden wahrscheinlich bei Linux, bei den gängigen Linux-Installationen schon die Vorgabeprofile finden. Die sind auch druckorientiert. Die Druckereien kennen die auch. Die werden aber, wenn Sie gerade bei solchen Online-Druckereien nachschauen in den Spezifikationen, was die haben wollen, dann werden Sie allerdings seltener Vorgabeprofile finden, sondern die möchten gerne haben die Profile, das ISO-coded Version 2 von der ECI, von der European Color Initiative oder ISO-coded ECI. Also coded heißt gestrichen, das ist gestrichenes Papier. Auf jedem Papier sieht der Druck auch immer anders aus. Deswegen gibt es für jedes Papier, für jede Papierart auch ein eigenes Farbprofil, was die Druckereien verwenden. So, und 300, das heißt einfach 300% Farbauftrag. Also in der letzten Zeit, wenn ich Aufträge ausgelöst habe, dann wollten die meisten dieses ISO-coded Version 2 300ECI.ICC. Das Farbprofil sollte ausgewählt sein. Und für die Bildschirmanzeige nehme ich in aller Regel Adobe RGB 1998. Das sind die beiden, die ich in der letzten Zeit am häufigsten in der Hand hatte. Die liegen unter User, Share, Color, ICC, wenn ich sie für alle Benutzer installieren möchte. User, Share, Color, ICC. Und hier sollten mindestens das Adobe RGB 1998. Es gibt auch eine schöne Entsprechung von der ECI selber. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bildbearbeitungsprogramm zum Beispiel gegebenen Farbe eingestellt habe, die jetzt den spezifischen Farbcode AAFFBB hat zum Beispiel, und dann ist es ja irgendeine Farbe. Und dann lerne ich praktisch dieses Farbprofil und in Verbindung mit dem Farbprofil und dieser genauen Farbangabe kann dann praktisch die Druckerei das so einstellen, dass das... Das Bild bringt seine eigenen Spielregeln mit. Ich komme jetzt in Farbtönen und bin konstruiert in der und der Abweichung vom Originalfarbraum oder in der Spezifizierung gegenüber des Original, also des Referenzfarbraumes. So, dann arbeite ich mit dem Bild, bette das Bild in meinen Entwurf möglicherweise ein. Dort arbeite ich ja mit mehr Farben. Dann habe ich auf einmal noch ein Logo dabei, dann habe ich den Text dabei, dann habe ich Illustrationselemente, die bringen ja auch wieder ihre eigenen Farben mit. Jetzt habe ich das Bild, dann habe ich die definierten Farben, die in meinem Programm dazugekommen sind. So, und die werden dann anhand des Farbprofiles, in dem Fall hier dieses 300% Version 2, 300% etc., die werden dann bei der Druckerei in CMYK-Anteile, also bei der Farbseparation, in Anteile von Druckfarben übertragen. Wenn ich nicht mit Farbmanagement arbeite, dann bin ich schon im Entwurfsbereich komplett unsicher. Ich sehe das auch. Also im Zweifelsfall sehe ich, die Bilder, die ich fotografiert habe, die sehen auf einmal total blass aus. Oder was ist denn da? Die sind viel zu dunkel. Das ist oft auch die Tendenz. Wenn ich kein Farbmanagement betreibe, dann rutschen mir die ganzen Bilder in meinem Druckerzeugnis tendenziell immer in den dunklen Bereich. Dann matschen die zu. Die sind alle, als hätte jemand das Licht ausgeknipst im Zweifelsfall. So, also die Druckerei überträgt das dann in ihre Farbseparation. Manche Druckereien verlangen auch schon separierte Bilder selbst. Also das ist aber heutzutage eher zum Glück die Ausnahme, weil die Druckereien haben viel mehr Equipment, um die Farben auch wirklich verlässlich dann in ihre Produktionssysteme zu bekommen, als ich das von der Ferne aus könnte. Wenn ich es denn muss,
dann kann ich das durchaus auch machen. Also GIMP zum Beispiel bietet eine Funktion an, die kann ich mir nachrüsten, das heißt Separate. Da kann ich mir aus einem bestehenden Bild, was natürlich in RGB vorhanden ist, kann ich mir dann ein farbsepariertes Bild in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, mit dem kann ich im Entwurf dann nichts mehr anfangen, aber als Vorbereitung für die Druckerei kann ich dann ein separiertes TIFF einbetten in mein Dokument oder mitliefern, je nachdem, wie die das haben wollen. In aller Regel reicht es aus, wenn ich die Bilder farbgemanagt bearbeite erstmal, dass die also überhaupt über ein Farbmanagement verfügen, dass ich während meiner Bearbeitung in der Bildbearbeitung auch selber Farbmanagement betreibe, dass also das Programm und mein Monitor auch wissen, gegen wen sie sich referenzieren sollen, mit welcher Art sie sich referenzieren sollen. Und wenn ich das alles dann in meinem Satzdokument zusammenbringe und als PDF ausgebe, dann sind alle Beteiligten ordentlich miteinander verzahnt und verlässlich gegenüber der Druckerei zusammengebracht. Also die Druckerei weiß dann, dieses Farbprofil wurde verwendet, die Bilder sind in dem und dann, das ist alles eingebettet und kann von deren System dann gut verarbeitet werden. Das ist der Plan. Also es ist nicht von Pappe, spätestens wenn jemand, also mir ist es passiert, ich habe mich bei einem, im letzten Jahr war das, bei einem Auftrag aus Zeitgründen auch darauf verlassen, dass die, da war zugesagt, das Farbprofil ist eingebettet, alles prima und ich habe die Bilder so übernommen, wie sie kamen, waren vorher Platzhalter eingebaut und in der Druckerei ist natürlich das passiert, was Murphys Gesetz, geht immer schief, wenn was schief gehen kann und die Bilder waren dann 70% wirklich alle sehr dunkel. Wer es nicht wusste, hat es vielleicht nicht gesehen, aber es war trotzdem ärgerlich. Weil es hat ja Arbeit gemacht und für den Auftraggeber war es dann auch nicht besonders schön. So, dazu kommen wir dann aber später. Farbmanagement, wirklich wichtig. Es gibt natürlich auch Bücher und Schulungen dafür. Also im professionellen Bereich wird man sich damit noch mehr auseinandersetzen müssen. Ich habe schon mal einen Start gefunden mit, wenn ich mir erstmal einhake, Bildschirmdarstellung, zum Beispiel sehr verbreitetes Adobe RGB 1998 und Ausdruck, ein Profil der ECI, zum Beispiel ISO-coded Version 2 oder Version 2300. Das sagt mir die Druckerei dann in aller Regel auch, das steht in den Spezifikationen mit drin. Ich kann zum Schluss vielleicht noch mal einen Link geben. Eine Druckerei, die bietet auch ein schönes PDF an zum freien Download, wo ich mir das Thema noch mal ein bisschen vergegenwärtigen kann. Dazu vielleicht später aber mehr. Ein Punkt noch in den User-Share-Ordner zur Einrichtung für alle. Das sind neben den Farben auch oft Stolperstein, das sind die Fonts, also die Schriften, die ich verwende. Wenn ich einen Entwurf mache für möglicherweise auch einen Auftraggeber oder für etwas, was ich selbst irgendwann mal in der Hand hatte, dann arbeite ich in aller Regel auch mit Text. Wenn ich mit Text arbeite, arbeite ich mit Schriften. Für die Schriften gibt es eine Riesenanzahl an auch qualitativ sehr unterschiedlichen Schriftfonts. Auch im freien Bereich gibt es mittlerweile wirklich sehr hochqualitative Schriften mit einer sehr großen Zeichenausstattung, die ich gut verwenden kann. Ich muss Sorge tragen, dass auch, das gehört zu den Vorinformationen dazu, dass alle Schriftarten installiert sind. So, ansonsten muss ich sie nachempfinden, ansonsten muss ich irgendwie ein Pendant finden und das geht meistens nicht besonders gut. Gerade wenn ich mit Importdokumenten arbeite, dann ändern sich dann doch die Layouts, weil die Schriften anders laufen, weil dann möglicherweise die Umbrüche anders sind, die Buchstabenabstände etc. Also die Fonts gehören zu meiner Materialausstattung. Ich habe mir angewöhnt, die auch unter Umständen, wenn sie nicht wirklich sehr gebräuchlich sind, immer auch in den Projektordner meines Projektes mit abzuspeichern unter Sammeln und Material. Und da bin ich beim dritten Punkt, was mir in der Projektvorbereitung immer auch sehr wichtig ist, dass das die eigene Struktur. Also wenn ich ein Projekt anfange, dann habe ich mir angewöhnt, wirklich erstmal zu definieren, wo möchte ich überhaupt hin, wer ist für bestimmte Sachen zuständig, welche Informationen existieren schon und dann gehe ich sammeln. Ich mache es ganz einfach, ich ordne erstmal in Sammeln alles ein, was ich erstmal hingeworfen bekomme und man kriegt es immer hingeworfen. Irgendjemand sammelt immer irgend noch was und es kommt noch was dazu. Das strandet bei mir erstmal im Sammelnordner, ohne dass es meinen Entwurfsprozess irgendwie beeinflusst. Aus dem Sammelordner, wenn es eine umfangreichere Gestaltung ist, extrahiere ich dann möglicherweise auch vorbereitet durch eine, optimiert durch eine Bildbearbeitung oder durch andere Programme, die dafür zuständig sind, einen Zwischenordner noch bereitstellen, nenne ich den dann immer. Also aus dem großen Tohuwabohu picke ich mir die wichtigen Sachen raus, stelle sie mir selbst bereit und dann gehe ich in den Entwurfsprozess rein. Und im Entwurfsprozess arbeite ich dann in unterschiedlichen Branchen. Ich stelle mir das vor wie in einer Firma. Also in einer Firma möglicherweise, die zuständig ist für Innenarchitektur, da gibt es möglicherweise die Modellbauwerkstatt, die Tischlerei. Dann gibt es möglicherweise das Grafikbüro, den Entwurf. Und dann gibt es möglicherweise noch irgendwo das Projektbüro, die Planung. Und genauso versuche ich, mein Projekt zu organisieren. Das lässt sich auch sehr schön an den Programmen zuordnen. Also bei mir ist zum Beispiel Blender für 3D, Inkscape für die Illustration, GIMP dann für die digitale Bildbearbeitung zuständig.
Wenn ich möglicherweise noch Text zu bearbeiten habe, dann ein Texteditor, der das Ganze macht, je nachdem, was ich halt brauche. So, und wenn ich das dann vorsortiert habe, dann bin ich im Entwurfsprozess. So, und hier ist möglicherweise auch der Platz, wo ich das Ganze zusammensammle. Meistens baue ich mir aber auch noch einen weiteren Ordner, der heißt dann Setzen, beim Druck zum Beispiel. Wenn ich jetzt was vorbereite, was dann wirklich zusammengefügt, gesetzt wird, habe ich noch einen Zwischenordner Setzen. Und aus dem heraus exportiere ich dann. Und was in dem Exportieren-Ordner drin ist, das ist das, was wirklich rausgeht. Also was meinen Platz verlässt, was dann nach draußen geht, zum einen zur Korrektur und zum zweiten zur Produktion dann letzten Endes. Aus dem Externen kommt dann möglicherweise auch wieder ein Feedback, das landet bei mir wieder in Sammeln, dann geht das wieder durch den Entwurfsprozess durch und dann gibt es möglicherweise eine zweite Exportversion und eine dritte und dann geht der Schluss, das Finale geht dann an die Druckerei. Also ich versuche wirklich meinen Entwurfsprozess sauber zu halten, sowohl von dem Input als auch von dem Output, dass ich also sofort wieder in den Entwurfsprozess einsteigen kann, indem ich in den entsprechenden Bereich dann mich einklinke. Also Projektstruktur ist für mich auch immer sehr wichtig. So, bei Sammeln würde ich jetzt hier zum Beispiel das Logo, ne, genau, also Firmenlogos, sowas gehört hier mit rein, wichtiges Material. Dann die Fonts möglicherweise, die packe ich mir dort auch immer mit rein. Und ganz oben in den Ordner, hier steht jetzt Aufgaben, packe ich mir meistens eine Datei, eine ganz einfache Textdatei, die enthält dann, ich zeige es mal hier, die enthält dann zum Beispiel Definitionen. Also ganz banal, wirklich einfach zu pflegen, einfach, das kann man ganz unterschiedlich machen. Ich mache es mit einer Textdatei. So, und hier schreibe ich mir zum Beispiel vorhandene Farbdefinitionen rein. Also wenn ich die schon bekomme oder vielleicht zusammen mit den Kunden mal festgelegt habe, wir saßen zusammen am Tisch und wir haben zusammen gewählt, welche Farben sollen es denn sein, was passt denn zu wem, dann sind die Definitionen gemacht und hier sind es jetzt wirklich bloß ein paar, es ist sehr übersichtlich. Und diese Definitionen, die schleppe ich dann immer mit vom Entwurfsprozess zu Entwurfsprozess, die werden dann auch möglicherweise dynamisch gepflegt und die sind wieder verbindlich, die kann man sich auch wieder austauschen mit den Kunden. Also sowas kann ich wirklich schwer empfehlen, Definitionen zu schaffen und Referenzpunkte zu setzen und natürlich Informationen zu klären. So, ich schiebe das mal wieder zurück. Soweit zur Vorbereitung. Ach so, und noch ein Punkt, sehr wichtig, werde ich möglicherweise auch machen, Datensicherung. Habe ich schmerzliche Erfahrungen gemacht, man sollte wirklich von Anfang an eine ordentliche Versionierung betreiben. Das werde ich in Zukunft machen, nachdem ich den Git-Workshop besucht habe. Oder mindestens per Hand eine Versionierung betreiben. Schon für den Fall, dass meine Technik ausfällt, ich die Technik wechseln muss aus irgendwelchen Gründen, den Arbeitsplatz wechseln muss. Ich möchte mobil, ich möchte unabhängig sein. Also Datensicherung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Andere Sachen sollten auch noch mit bedacht werden, Nutzungsrechte etc., sowas muss alles geklärt werden. Viele Probleme, darauf wollte ich hinaus, viele Probleme, die auftauchen und die dann immer auch immer hin und her geschoben werden, wer ist dann schuld, haben nicht mit der Software zu tun, haben auch nicht mit dem Klischee zu tun, naja, mit Open Source kann ja nichts rauskommen, das ist ja immer noch so verbreitet, das ist ja alles nur Spielerei, das ist ja, man kann das irgendwie machen, aber richtige Grafiker und richtige Designer, die arbeiten mit einem Adobe-Paket auf dem Mac am besten, mit 20 großen Bildschirmen etc., das ist möglicherweise eine Art Präsentationseffekt. Also ein Kunde, der große Bildschirme mit vielen Macs sieht, der ist angetan davon. Einer, der kleine Linux-Rechner stehen sieht, der wird denken, naja, bei dem kriege ich es billig vielleicht. Aber das hat nichts mit der Qualität der Umsetzung zu tun. Also das ist meine Erfahrung. Wichtig ist vielmehr, dass ich weiß, wo ich hin will, dass ich mein Handwerk verstehe, dass ich also weiß, wie gehe ich mit Schriften um zum Beispiel, dass ich weiß, wie setze ich Proportionen bei einer Signetgestaltung, wie sollten bei einer Bildkomposition Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund gestaltet sein, solche Sachen. Und die sind komplett alle Software unabhängig. Da geht es um Skills im Handwerk, da geht es nicht um die Software. So, die Software brauche ich natürlich, aber welche ich verwende, ob ich jetzt möglicherweise auch mit einem Open-Source-Arbeitsplatz arbeite, das ist verhältnismäßig überschaubar. Ich muss halt die Werkzeuge kennen. So, und damit wir es ein bisschen kennenlernen, da würde ich vorschlagen, machen wir mal ein kleines Testprojekt einfach zum Durchexerzieren.